Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession von Dishonored 2. Ich habe das jetzt eine Weile nicht gespielt, deswegen bin ich nicht so sicher. Ich Ramsay und glaube. der Kronmeuchler. Zwei Teile des Puzzles. Mehr werden folgen. Okay, ich denke, wir haben das letzte Mal Frau Dr. Hypatia hier auf das Schiff gebracht. Hier ist lecker Essen. Ihre Flaschen. Alles leer, wir haben hier nichts. Und ich glaube, was wir machen sollten, was uns gesagt wurde, war, dass wir doch bitte die Megan Foster, unsere gute Kapitänin, auf dem Deck treffen. Ich wollte nur gucken, ob hier noch irgendetwas ist, was ich übersehen hatte. Achso, hier ist mit F-Tür öffnen, ich vergesse das immer. Hier sind immer noch die ganzen Notizen. Ist hier noch was Neues? Oder sollte ich sagen, Nee. eure kaiserliche Das ist das Majestät Gleiche. Das haben wir schon gehört. ist So, wir gehen einmal nach oben. So. Wird Was? hoffentlich lässt deine Freundin das Boot heil, während wir weg sind. Bereit? Ja. Können wir jetzt so Kohle holen? Ja. Auf jeden Fall. Bereit. Also gut. Los geht's. Okay, das Maschinenhaus. Anton Sokolov wird im Anwesen von Kirin Dzindasch gefangen gehalten, dem Großerfinder des Herzogs und Schöpfer der mechanischen Soldaten. Begib dich hinein, rette Sokolov und eliminiere Dzindasch, bevor er eine Armee mechanischer Soldaten baut. Ja, klingt einfach, ne? Dzindosch ist für den inneren Zirkel des Herzogs wichtig. Die Garde bewacht sein Anwesen und sie setzt alles in Bewegung, wenn sie rausfinden, wer sie sind. Ich passe schon auf. Und es gibt eine Lichtwand, die den Zugang zur Bahnstation versperrt? Ja, aber es gibt einen Schwarzmarktladen in der Nähe. Die verkaufen unter der Hand. Schon mal ein Kabelwerkzeug benutzt? Corvo hat's mir beigebracht. Gut. Überwinden Sie die Lichtwand, dann fahren Sie mit dem Wagen zu Jindoshs Haus. Und es gibt einen Grund, warum die Leute sein Anwesen fürchten. Kümmere mich drum. Emily, kümmern Sie sich um diesen Verrückten und bringen Sie Sokolov zurück. Er bedeutet mir viel. Okay. Dann werden wir das doch versuchen. Können wir noch was mit ihr reden? Sein Haus ist angeblich voller Wunder. Die Leute gehen als Mutprobe rein oder weil sie etwas zu essen suchen. Sogar Kinder. Angeblich kann man sie nachts hören. Sie schlagen gegen die Fenster, rufen um Hilfe. Okay. Der Wagen bringt sie recht nah an das Anwesen ran. Der Herzog schützt Leute wie Dzindosch. Wenn sie fertig sind, treffen sie mich hier. Wenn sie es ohne Kabelwerkzeug auf die andere Seite der Lichtwand schaffen, müsste dort irgendwo eine Energiequelle sein. Ein Walöltank oder eine Windmühle. Die kann man einfach abschalten und niemand wird zur Asche verbrannt. Vorsicht mit dieser Lichtwand. Ich habe mal gesehen, wie ein Kind eines dieser Dinger berührt hat. Oh. Eine Sekunde später war es nur noch Staub. Im Kreis des Herzogs sind clevere Mistkerle. Alle arbeiten für einen Anteil, aber keiner ist wie Dzindosch. Nicht seit Sokolov. Dzindosch trat mit seinen Mechanischen beim Turnier des Herzogs an. Beim Klingenverbena. Keiner konnte sie schlagen. Corvo hat das als 16-Jähriger gewonnen, oder? Aber gegen sowas wie die Mechanischen hat er nie gekämpft. Krass. Die hat viel zu erzählen, ne? Dzindosch ist egal, wer man ist oder was man will. Für ihn ist alles sowas wie ein Puzzle. Er sieht dich an, als ob er dich auseinandernehmen will. Okay, mehr kann sie nicht sagen. War ja auch mehr als genug, würde ich mal meinen. Muss mich wieder dran gewöhnen, dass es hier F ist.
Dass das hier nicht bewacht wird, ist mir ein Rätsel, ehrlich gesagt. Warte mal. Ist es Flucht oder Segen, nach dem Tod in der Welt zu bleiben? Das hast du schon mal gesagt. Guck mal hier. War das er, ne? So, ist hier noch irgendwas? Hier sieht erstmal nicht so aus, als wenn es was gibt in der Nähe. Das ist wohl alles ein Stück weiter weg. Aber ich wollte einmal wissen, was das Herz zu ihr zu sagen hat. Ich verstehe, warum du sie magst. Sie ist fast so verschlossen wie du. Ha? Megan Foster. Sie war nicht immer Kapitän. Das hatten wir aber schon mal gehört. Das hat sie uns schon mal alles erzählt, glaube ich. Das ist 97, das ist 03. Was ist das denn? Guck mal. Das ist die Mirmse. Hier gibt es nichts Interessantes mehr. Er hat nichts übersehen, ne? So. Aha, tyvianisches Erz, guck mal. Hat sich doch noch gelohnt, ne? Kommen wir jetzt auch wieder raus? So. Hier spricht der Herzog. Ich hatte gerade einen Traum. Hier spricht der Herzog. Ich hatte gerade einen Traum. Lol. Wünsche ich viel Glück. Okay, also. Kronos ist ein Land voller hoher Würfel, tosender Winde und tiefer Silberberge. Der hat voll einen an der Waffe, kann das sein? Überlass den Ozean denen, die keine andere Wahl haben. Noch irgendwas Interessantes? Nicht mehr. Okay. Oh, sind das Blätter, die zu Boden fallen? Ich glaube nicht, dass die hier aggro sind, aber ich speichere noch mal kurz, einfach zur Sicherheit. Zwei Münzen für diese... Es wird eine Zeit lang feucht sein. Okay, ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Ich spiele gerne Karten, würfel auch ab und zu mal. Mag doch jeder. Okay. Absichtlich taub. Nicht lustig. Ich werde nachher ein bisschen Karten spielen. Okay. So schwer fiel das Atmen hier noch nie. Ehrlich? Möchten Sie einen Rat? Trinken Sie nicht aus dem Kanal. Ja, hab ich mir fast gedacht. Passen Sie auf, noch mehr Geschäfte schließen. Gerade erst meine linke Sicht ist bedeckt. Der Garde wird das nicht gefallen. Ich habe ein bisschen Husten. Nichts Ernstes. Okay. Das sagen sie alle und danach liegen sie tot in der Ecke. Verdammte Aufseher haben meinen Mann verprügelt, weil er was Ketzerisches gepfiffen hat. Ich glaube, da war was Verdächtiges. Scheiße, noch mal! Aua. Komm zurück! Bitte um Gnade! Zu Hilfe! Ihr seid so dumm, ne? Jetzt hat... Nein, ich lade das nochmal. Ganz ehrlich, ich finde das nicht okay, Mann, dass die immer ihre eigenen Leute töten. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, dass da hinten schon die Garde war.
Es tut mir leid, Leute, aber ich will jetzt halt mal, dass keine Leute sterben dabei. Das wird uns ja als Mord angelastet im Endeffekt. Da brauchen hier die ja auch nicht fragen. Die verrückte junge Kaiserin ist fort. Und die Ära Elaina beginnt. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Oh nein. Durch verrückte junge Kaiserin. Konnte Emerson Baldwin entkommen? Und sie ist hier unter uns. Mhm. Ganz sicher. Sie schmieden ihre Pläne. Seien Sie wachsam. Wer sie uns bringt, wird in Silber aufgewogen. Aha. Wenn die Garde da reingeht und überall die Blutfliegen sieht, brennen sie das Gebäude nieder. Und die anderen daneben auch. Vielleicht räuchern sie es auch aus. So oder so sind die Juwelen dahin. Wir kriegen unser Geld nicht, oder? Warten wir mal ab. Vielleicht wird es nur komplizierter als gedacht. Der Herzog hat dieses Jahr die Kontrolle über die Blutfliegen verloren. Kann ich mich irgendwann mal ausruhen? Hier achtet momentan jeder auf sich selbst. Morgen gehen wir zurück und graben die Juwelen aus. Danach verschwinden wir schnell aus Kanaka. Okay. Selbst die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Das ist doch kein Leben. Meine Eltern stammen aus Tyria, aber ich wurde hier geboren. Verdammte Aufseher haben meinen Mann verprügelt, weil er was Ketzerisches gepfiffen hat. Ich hab schon mal gesagt, ne? Ich entlade Fisch. Ich wäre gern auf den Booten, hab aber einen schwachen Magen. Wie sollen wir vorankommen, wenn wir immer an die Garde abdrücken? Ja, gar nicht wahrscheinlich. Ein bedecktes Gesicht wird der Garde nicht gefallen. Sicher. Vorsicht mit der Garde. Die mögen keine Fremden. Okay. Kann ich noch was zu sagen? Einige Straßen sind gesperrt, wegen der Blutfliegen. Hier achtet momentan jeder auf sich selbst. Heute lande ich wohl in der Kneipe. Suchen Sie Arbeit? Ich auch. Hey, Vorsicht! Hey, beruhig dich! Die Karotte. Muss nicht unbedingt den Leuten ihr Essen klauen. So, was es noch so gibt hier. Da oben ist auf jeden Fall eins. Das holen wir uns. Texas, Texas, Texas. Ja, könnte ja sein, dass hier auch noch was ist. Ich frage mich, sind hier Blutfliegen, weil die davon ja gerade gesprochen haben. Sehr gut. Eigenwein. Was ist das? 97? Irgendwas 97. Aha. Na, das ist doch schön. Das ist doch wie am Schnürchen gelaufen. Da ist doch noch irgendwas. Versammlung des Dirigenten. Zweiter Tag, Monat des Holzes, 1851. Alle Mitglieder anwesend. Haupttagesordnung. Mögliche Aktionen zum bevorstehenden Todestag von Kaiserin Jessamine Caldwin. Vorschlag von Corey Brockburn. Brief an den Kanaka-Anzeiger, in dem dargelegt wird, dass der Mord an ihr zwar verurteilenswert war, jedoch unter Umständen positive Auswirkungen auf das Kaiserreich hatte. Ergebnis: Antrag einstimmig angenommen. Was? Vorschlag von Janice Tynes. Mitglieder tragen am Todestag Armbänder mit dem Wappen des Lordregenten. Einwand von Corey Brockburn. Ausgezeichnete Idee, die sich allerdings negativ auf das Gewicht von Mitgliedern auswirken kann, die an diesem Tag mit vielen Kunden zu tun haben, die das als geschmacklos empfinden könnten. Ergebnis 4 Stimmen dagegen, 3 Stimmen dafür. Antrag abgelehnt. Gegenvorschlag von Janice Tynes. Die Armbänder könnten am 15. Jahrestag der rechtswidrigen Festnahme des Lordregenten getragen werden. Ergebnis: Antrag einstimmig angenommen.
Vorschlag von Teodoro Benitez. Kampagne zum versteckten Einsatz der Lichtwand, die Herzog Luca Abele wieder nach Kanaka gebracht hat. Die kühnsten Maßnahmen sind die sichersten. Ergebnis: Abstimmung verschoben, bis Informationen des Anführers der Garde zur Verringerung der Kriminalität in Kanaka eintreffen. Vorschlag auf die Tagesordnung der nächsten Versammlung gesetzt. Cocktails und geistige Getränke kredenzt. Aha. Na denn. Registerkrasse. Was ist denn da drin? Noch? Na? Mach doch auf das Ding. Mann, das gibt mich auf, ne? Wenn du nicht genau triffst. Oh! Ich raste aus. Noch irgendwas? Weg. Zweiermünze. Ich habe auf die Zweiermünze geklickt, du Arschloch. Oh, das regt mich auf. Ah, jetzt. So. Notiz von Corey Brockburn. 25. Tag, Monat des Holzes, 1851. Janice, du findest alles im Tresor. Ich habe die Kombination am üblichen Ort aufgeschrieben. Du weißt, wo du im Büro nachsehen musst. Ich habe vor kurzem alle Tresor-Schließmechaniken ausgetauscht, da ich das Gefühl habe, verfolgt zu werden. Ich habe auf jeden Fall ein Schlurfen und schweres Atmen im Dunkeln in der Nähe gehört, als ich das Büro abends zuschloss. Diesmal ist es nicht die Garde, aber wir werden auf jeden Fall beobachtet. Wahrscheinlich ist es sicherer, unser nächstes Treffen zu verschieben. Kannst du die anderen warnen? Ich breche nach Colero auf, sobald ich mit meinen Kunden heute fertig bin. Corey Brockburn. Mhm. Da noch irgendein Brief? Nein. Das Metronom. Nichts mehr. Auch nichts? Nein, das ist nur eine Falle, glaube ich. Alles zugesperrt. Whiskyglas. Frag mich jetzt halt. Wo? Ja. Na dann. Voll die Ratte am Start. Mhm. Ist blockiert. Scheiße, warte mal, gab es da irgendeinen Hinweis, wie wir reinkommen? Fenster vielleicht? Von der linken Seite Fenster. Hier kam man ja nicht mehr raus aus dem Fenster. Auf der Seite vielleicht, aber das macht ja keinen Sinn. Ist hier nichts zu holen quasi. Ist ja nicht so geil. Hier war das so. Kannst du hier spricht der Herzog von Zerkonos. Wer sonst sollte das sein? Quemulanten sagen, unsere Brücken würden zerfallen. Die Leute würden unsere Städte verlassen. Aber beim Blick aus dem Großpalast weiß ich, dass das Lügen sind. Zerkonos ist ein Land. Ja, manche Menschen sind arm. Ach so. Ich sag ihr, wenn du mich fragst, dann bezahl die Gebühr und fertig. Bringt ja nichts. Manche Menschen sind arm, weil sie faul sind. Und es wird sie auch immer geben. So ist die Welt halt. Ah. Dinge verfaulen und zerfallen. Aha. Man trinkt den Wein bis zum letzten Tropfen. Ja, jetzt sind wir doch richtig. Was für ein Spaß, ey. Der Typ geht mir so auf den Sack, ne? Ich würde ganz andere Dinge auf seinen Grabstein schreiben. Die Südwinde von Caleb Manley, Naturphilosoph. Die Südwinde, vorgetragen an der Akademie zum Nutzen und der moralischen Bildung der dortigen Schüler. Auszug aus einer Rede. Verehrte Studenten, geschätzte Kollegen, kennen Sie die Geschichten von Zerkonos und der Schönheit ihrer Bewohner? Ich stelle heute Fragen, die ich heute
Nochmal. Ich stelle heute Fragen, die ich hoffentlich ausführlich beantworten kann. Fangen wir mit den Fragen an, die Reisende seit Jahrzehnten stellen. Hat das wärmere Klima Einfluss auf die geistige Perspektive eines Volkes? Sind diejenigen, die auf Tyvia, Morley und Gristle geboren sind, durch die geografischen und meteorologischen Bedingungen in ihrer Geburt von Natur aus schweigsamer? Und sind diese Menschen von den geheimnisvollen Strömungen des warmen Wassers und der Luft, die vom Kontinent Pandüsschen über den schrecklichen Ozean kommen, beeinflusst? Wir wissen so wenig über das weit entfernte Land. Auf meinen Reisen haben mich die Gemeinsamkeiten aller Kulturen sehr beeindruckt, aber auch die Unterschiede. Mein Ziel ist, diese vielen Fragen zu klären, und bevor der Tag zu Ende ist, haben sie mindestens ein pikantes, sekundisches Rezept von mir erhalten. Caleb Mandy, Naturphilosoph. Keine Ahnung. Fand ich jetzt nicht so prickelnd. Die junge Kaiserin. Auszug aus einer historischen Reihe. Es gab in diesen einen Moment, ab dem Emily Caldwell nicht mehr die junge Kaiserin genannt wurde. Es geschah nach einem Hinterhalt der sogenannten Regenten, einer Gruppe von Extremisten, die Dunwall in die Zeit des autoritären Lordregenten zurückführen wollte. Auf dem Weg zurück zum Dunwall Tower wurde Caldwells Kutsche zwischen zwei Toren angegriffen. Der Weg nach vorne und hinten war versperrt. Die Angreifer feuerten mit ihren Pistolen und warfen sogar eine Granate. Da der kaiserliche Schutzherr nicht bei ihr war, fand sich die junge Kaiserin, damals nur 14 Jahre alt, allein in der Kutsche wieder, nur in Begleitung ihrer Freundin Alexi Mayhaw. Mayhew? Keine Ahnung. Caldwell hatte Glück, dass Mayhew an ihrer Seite war, denn diese war tapfer genug, eine Granate aufzuheben, die vor ihren Füßen landete, und sie zurück auf die Angreifer zu werfen und so die Kaiserin zu retten. Als einer der Männer vom vorderen Tor stürzte, griff sich Emily Caldwell ein kurzes Stück Eisen und schlug den Mann damit besinnungslos. Während sich die Stadtwache näherte, hielten die beiden Mädchen an dem zerstörten Wagen aus, bis sie in Sicherheit waren. Angeblich soll sich Emily Caldwell geweigert haben, die Regenten für ihre Verbrechen mit dem Tod zu bestrafen, was von vielen als ihre erste erwachsene Entscheidung als Kaiserin erachtet wird. Für ihre heldenhaften Taten ausgezeichnet wurde Alexi Mayhaw im Alter von 18 Jahren von der Stadtwache aufgenommen und später von Emily Caldwell persönlich zum Hauptmann ernannt. Das ist die Alexi, die uns da am Anfang im Schloss, falls ihr euch erinnert, die hat uns begrüßt, als wir in den Thronsaal gegangen sind, die dann gestorben ist.